Miau, willkommen zurück zu Outlast 2. So, wir sind wieder im Wald. Den mag ich ja eigentlich gerne. Was nimmst du denn jetzt auf? The mines. This leads to the mines, where the others took Lynn. Okay. Ja, das ist schon seit längerem unser Ziel. Stellst du dich da jetzt bitte mal dran, seitlich so? Ja, danke. So, aber es sieht jetzt aus, als wären wir dem ein ganz großes Stückchen näher. Haben die eigentlich die ganze Nacht nichts Besseres zu tun? Machen die das jede Nacht? Schlafen die tagsüber? Die machen ja doch nur Blödsinn. Oh, guck mal. Mein lieber Simon, du warst für mich immer mehr als ein Cousin, schon als wir Kinder waren. Und ich hoffe, du hilfst mir, weil ich habe Ärger, besonders weil es um Medizin geht. Medizin geht. Ich sag bloß, dass ich Beulen von, glaube ich, Syphilis habe und habe Angst, dass sie mich zu dem Boiling schicken, und ich habe Riesenangst und will nicht gehen. Und ich weiß, dass Ficken nicht sicher ist, außer mit Papa und Gott und Jesus von allen Krankheiten schützt, aber Gott und Jesus schütze mich nicht, und jetzt brauche ich deine Hilfe. Gott segne und schütze dich. Atalian. Das war er wohl. Ja, Kinder, das passiert halt, wenn ihr euch nur mit solchen Sachen beschäftigt und nicht zur Schule geht, dann hinterlasst ihr solche Texte. Tut es nicht. Okay, it's not that far. This isn't so bad. Ach, das haben wir mit Lara Croft schon tausendmal gemacht. Das kriegen wir hin. So, da nicht zu vorschnell sein. Oh, Vögel. Nee, ah, Heuschrecken. Oh, die Apokalypse. Wir hatten schon Vögel, die vom Himmel fallen. I don't know how many of them got in my mouth. My skin won't stop itching. They're trying to lift me up. Das ist doch schön, das ist doch nett. Ja, ich kenne das. Also wer im Sommer im Wald laufen geht, dem ist diese Situation hier gerade wohl bekannt. Zu viele! Oh. Ich kann nichts tun. Machen. Toll, ein Anhänger von dem. Oder zwei. So laut. Da hingen wir wie ein kleines Opossum am Baum. Ich hatte kurz gehofft, neue Verbündete zu sehen, aber wohl nicht. Ich will jetzt natürlich erstmal gucken. Okay, sonst ist hier nichts. Ach, muss ich wieder schleichen oder darf ich einfach mal laufen? Werde ich jetzt gleich wieder gejagt?
hätte gerne mal meine Ruhe. Hattet ihr denn ein schönes Wochenende? Das hoffe ich jedenfalls. Ich höre Schritte. Kann ich jetzt nicht lesen. Shit. Es ist so ruhig. Das Spiel bleibt nie so ruhig. Speichert. Okay. Wieso denn jetzt wieder? Suspicious. Ist hier gerade was durchgelaufen? Es hat so gewackelt. Nein! Wo ist es hin? Wir halluzinieren bestimmt nur. Hier ist gar nichts. Hier ist auch kein Weg. Oder können wir hier durch? Oh, ich will nicht. Das sieht nicht gut aus. Speichert schon wieder. Nein, ich will nicht geärgert werden. Hier sind jetzt also die Beuligen im Wald, oder wie ist das? Was sind das denn immer für Zeichen? God bless. These people were rotting even before they were murdered. Ja, da hat er irgendwie recht, ne? Ich traue mich gerade nicht zu lesen. Es ist hier irgendwie sehr unheimlich. Oh, fuck. Ehrlich? Some other way around. Das schockiert dich noch nach allem, was wir schon gesehen haben? Okay, ich gehe mal kurz hier hin. Ach, und jetzt können wir uns mal angucken, was wir noch gefunden haben. Das hatten wir doch. Ja, das hatten wir. Dieser Ficklurch hielt seinen Segen für Krankheit und versuchte abzuhauen und ich zerbrach ihn. Macht nicht seine Fehler oder begeht seine Sünden. Gott und sein Prophet lieben euch. Ficklurch ist, ja. Wir schreiben ganz oft Fick in unsere Texte, dann ist unser Spiel total gruselig. So, können wir hier runter? Kriegen bestimmt Schaden. Zack. Geht aber. Hier sind überall so Sachen angemarkert. Ich will da nicht lang. Warum haben die Ficklurche keine Batterien? Wir kommen an diesen Ort der spirituellen Heilung. Du hast Angst und bist krank und das zu Recht. Und du bist voll Scham und das zu Recht. Du wärst nicht hier, hättest du nicht gesündigt, doch ich kann dich wieder wundervoll und rein machen. Als diese Krankheit zuerst im Tempelgate ausbrach, erkannte Papa North in seiner Weisheit und Güte sie als geistliches Leiden. Glaube nicht den Korrupten und Ängstlichen, wenn sie dir sagen, du leidest an Syphilis oder Gonorrhoe oder anderen Außenweltlügen. Dies ist eine Krankheit der Seele und Gesundheit findet sich nur im Reinigen deiner Seele. Bleib treu. Ach, der da rechts lebt noch. Bleib treu, bleib gehorsam den Herrn und Papa North und besonders seinem Diakon Laird. Gott und sein Prophet lieben dich. Eww. Davon abgesehen, dass sich Syphilis und so ja nun mal auch auf das Gehirn auswirken und dass von daher beides möglich ist. Ach nee. Die haben ja letztes Mal uns von denen weggeholt, aber... Böse? Das tut nichts. Vielleicht sind die auch zu krank, um mich überhaupt zu bemerken.
nein! Warum ich nicht befallen bin, weiß ich nicht, weil ich nicht rumficke mit Papa noch. Ah, okay. Ih, der hat mich angekotzt. Ah. Wenn das hier so einfach wäre mit dem Heilen. Du verbindest dir jetzt halt so eine mega infizierte Wunde, in die auch jemand rangekotzt hat. Oh, nee. Ich will hier nicht sein. Ach, ja, ihr seid halt böse auf mich, weil ich gesund bin. Verstehe ich so ein bisschen, dass man die nicht ins Dorf lässt. Entschuldigung. Aber ist ja wirklich sehr eklig. Trotzdem ist es hier noch immer schöner als bei der mit dem Kreuz. Ich kann nichts dafür, dass ich gesund bin. Oh nein! I didn't even know what I was looking at. Some kind of deformed toddler. Tja. Ich weiß auch nicht. Aber die sind halt auf Papanos Seite. Das heißt, die wollen automatisch auch unseren Tod und suchen uns auch. Auch wenn ihre Aufgabe jetzt ja irgendwie darin besteht, hier die Kranken zu erledigen. Was eine sehr ehrenvolle Aufgabe ist, wenn ich mir die so anschaue. Trotzdem irgendwie im Moment erfrischend hier im Wald zu sein. Ach, wir tragen Brille. Boah. Ja, siehst du. Ich sag ja. Die finden uns nicht gut. Aber wohin? Das sieht aus wie eine Sackgasse. Der reitet doch auf dem oder was? Sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Kann ich sicher nicht durch. Sehr seltsame Konstellation, die beiden.
Das war jetzt echt Glück, dass ich jetzt so schnell den Weg gefunden habe. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder tausend Sachen übersehen. Mein Timer ist leider ausgegangen, deswegen weiß ich nicht, wie lange der Part noch wäre, aber das sieht mir nach einem guten Punkt für einen Cut aus. Also, okay, das war jetzt, also mit diesen Verbeulten. Ja, das passiert halt auch so ein bisschen, wenn du so eine Gesellschaft aufbaust, die du hier vorfindest. Hätte sich in Anfangsstadien sicherlich auch medizinisch klären lassen, aber wenn du halt alles nur mit Gottes Strafe und Sündigen hier rechtfertigst, dann musst du die halt in den Wald schicken und dann kotzen sie in dein Grundwasser und keine Ahnung. Boah. Sehr, sehr eklig. Also der Part hat es in sich. Ich bin gespannt, was die Schule jetzt so bringt. Auf jeden Fall müssen wir dann mal hier aus dem Spind raus. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und bis morgen bei Outlast. Ciao, ciao.